Viel Beifall schon vorher für die erst 16-Jährige. Kunstlauf-Publikum in Japan ist bekannt nicht nur für seine Fachkenntnis, sondern auch definitiv für das gute Gespür. Und wir haben auch gesehen, liebe Zuschauer, eine junge Dame, Yuna Kim aus Korea, die nicht nur hier bei diesen Weltmeisterschaften möglicherweise schon für Furore sorgen wird, sondern die auch in Zukunft mitbestimmend sein wird, was das Niveau bei den Damen im Eiskunstlaufen betrifft. Ja, auf jeden Fall die Sprünge ganz exzellent von der Qualität, sicherlich mit denen von Kostner zu vergleichen, deutlich besser als die von Kimi Meissner. Auch sie hatte viel Zeit noch im dreifachen Tulup zu landen, zu öffnen. Der war hundertprozentig auf rückwärts, kein Haken wie Kimi Meissner. Unglaublich gut. Ein fantastisches Programm, eine tolle Präsenz, eine sehr, sehr angenehme, wunderbare Ausstrahlung. Mensch, da kommt alles zusammen, ja, bei Yuna Kim. Schauen Sie sich den dreifachen Tulup an. Da haben manche Damen Schwierigkeiten, den so zu springen als ersten Sprung. Genau, und Hendrik, was auch natürlich, was mich besonders begeistert, ist Folgendes. Sie handelt ihre Sprünge nicht ab. Und dann geht es mit Pirouetten und Schrittsequenzen weiter, sondern sie baut ein Programm auf. Ja. Und der Doppelachsel, der kommt da fast aus einer Schrittkombination am Ende. Ja,
Sehr gut verteilt, die Elemente. Sehr schön ist über die ganzen 2 Minuten 50. Das ist auch beeindruckend, dass sie den Mut hat, eben zu warten, erstmal ein paar andere Elemente zu machen, dann den Lutz in der Mitte des Programms, den Axel am Ende des Programms. Das spricht für ihre Sicherheit da. Der von dir eingesprochene Axel aus dem Ina Bauermond. Das ist wirklich eine Art und Weise, wie die Koreanerin hier auftritt. Auch so selbstsicher mit ihren 16 Jahren. Zum ersten Mal bei Weltmeisterschaften dabei. Man mag fast meinen, sie ist schon ein alter Hase mit 5-6 WM-Teilnahmen. Aber nein, das ist ihre Premiere. Ein gnadenlos starkes Debüt. Könnte durchaus auch Platz 1 jetzt sein, liebe Zuschauer. Das muss man schon auch realistisch betrachten von Yuna Kim. Eine solche Premiere, ein solches Debüt haben wir auch sehr selten erlebt. Auf einem solchen Niveau. Also es muss sicherlich Platz 2 sein, könnte aber durchaus auch Platz 1 sein, das muss man sagen. Das war dem Vortrag von Carolina Kostner ebenbürtig. Ja, 41,49 Punkte. Oh, meine lieben Leute, das ist der helle Wahnsinn. Das unglaublich. Ist der helle Wahnsinn, das ist die Führung, das ist ein Wert, den es ja überhaupt noch nie gegeben hat in einem Kurzprogramm. Wahnsinn. Das ist sozusagen Weltrekord. 71,95 Punkte, das ist Weltrekord. Oh Mann, war das ein Debüt. Toll. 71,95. 4,5 Punkte mehr als Carolina.